Zeit im Komödienstadelheit. 100 Jahre liegt unser Stück in der Zeit zurück. In einem schönen Alpental liegt der Schauplatz ideal. Neuhaus ist bis Kirchdorf blinkt, bis man weit umkennt. Sonntag ist Leidl, denk's dran. Geht's mir in Kirche fein, Kind, Weib und Mann. Doch nach dem Hochamt kommt's in schwarzen Bock. Lasst euer Geld nicht bloß im Opferstock. Wird du verführst die Leid, lass doch erst büssen. Auch der Herr Pfarrer kriegt der Weindal an Sirsen. Bieten und arbeiten heißt in der Bibel. Essen und Trinken steht schon in der Bibel. Da war's jetzt leid's dreiviertel schon. Komm ja nicht wieder spät, mein Mann. Um 8 Uhr rutschen wir in die Bank und sagen unserem Herrgott Dank. Die ganze Kirchenrennerei, was hier Dummheit allerweil. Gevatter, nimmst du Stad in Kauf, sonst fallen wir ja bloß auf. Und 5 Minuten vor dem Amt, da leiten's nochmal zusammen. Damit in Neuhaus alle heut eine schöne Andacht haben. Sonntag ist frei, seid ihr leid. Heut habt's an Feiertag und freie Zeit. Zuerst wird der Herrgott klug, dies muss schon sein. Dann geht's zum Wirt, da gibt's Fürst, Bier und Wein. Dass ein Schicksalstag sich naht, sich um Tod und Leben grad, glaubt der Mensch erst einfach nicht. Stunden drauf, nimm der Nachricht ihren Lauf. Ist von Gott ein Selbstmordbrief, glaubt's es oder halt wieder so lang predigt. Hoffentlich nicht, sonst müssen wir von der Kommunion gleich zum Mittagessen gehen. Dem sollten wir es eigentlich so machen, wie es dem Kirchzeller Pfarrer und seinem Kobrator gegangen ist. Ja, wie war das? Ja, die haben das Hochamt auch immer mehr in die Länge gezogen. Bis an einem schönen Sonntag einmal ein Zettel an der Sakristei, der kennt das. Ja, und da ist was drauf gestanden. Ja, der Roden. Und da haben sie gelesen, du und der Ohr, ihr müsst schneller da. Sonst heißt das nächste Mal allein, du und der Ohr. Gut, sag ich. Der gehört bei uns auch hin. Aber gleich vorne an die Kirchentür. Ja, schreiben sollten wir halt können. Schreiben. Da schaut's das Hähnervolk da schon nach. Grad gar kein Dern. Schaut mal, wie dick das regeln wird. Steht denn so guten Kosten? Ja, das wird sich auch schon rausstellen bei der Kindstau. Hast du das gehört, Regal, was die über dich gesagt haben? Pah. Da kümmere ich mich gar nicht drum. Unverschämte Missgockenlumperte. Die Nackeln werden sich nur wundern, wenn sie zur Militarieizung werden und anständig herzwiefeln. Ja, aber dein Schatz, den sollen sie natürlich da lassen, gell? Den können uns von mir aus 20 abhalten. Psst, sei stark, sonst kommen wir zu spät in die Kirche. Jetzt kommt's, das Hähnervolk muss man antreiben. Genau. Ich sag das jetzt zum letzten Mal. Mit dem Haderer will ich mein ganzes Leben nichts mehr zu tun haben. Da Wunder. Ja, von mir aus Wunder auf dem Mond. Wunder aber nicht, sondern da. Ja, das weiß ich schon selber. Schau, auf dem Weg zur Kirche muss ich ja jeden Sonntag bei ihm vorbei. Am liebsten würde ihm seine Hüten anziehen. Ja, das lasst schön bleiben. Das war doch ein Bumerang. Weißt du was? Was? Kauf's ihm doch ab, dann zieht er weg. Geld kann der Haderer immer brauchen. Mei, Lena, ich hab ihm doch schon das Dreifache davon bieten lassen, was die Hütten überhaupt wert ist. Nimm das. Er ist halt ein alter Narr. Ja, ein Puckschädel, ein Paniger. Auf dem passt sein eigener Leib und Magenbruch selber am besten. Sie ist alles eine Dummheit. Sie ist eine Dummheit. Ja. Ja. Du, was war eigentlich das damals für eine Dummheit, wegen der ihr euch auf Lebenszeit verpfändet habt? Ha? Ja, du bist doch alt genug, dass du das noch wissen kannst. Ich hab's vergessen. Okay,
Aber der alte Bartl weiß noch, sagt er. Sind ja gut 20 Jahre her, oder? Es wäre das Beste, wenn sie alle vergessen. Aber ich kann ja nicht, wenn mich der Teufel jeden Sonntag beim Kirchgang da vorbeiführt. Nicht der Teufel, der Herrgott. Du, der Haderer, der alte Narr, glaubt vielleicht, dass er mir das Kirchengehen noch ganz verleiden kann. Aber da täuscht er sich. Für meinen Sitzplatz in der Kirchenbank habe ich ein schönes Geld hingelegt. Der Sitzplatz steht die Sendner seit alters her zu, oder? Ja, ja, jetzt ja, geh noch zu. Sonst kommst du gar noch spät in deinen teuren Kirchenstuhl. Halt auf. Ha? Jetzt fällt mir was ein. Was? Jawohl, das mach ich, Lena. Ich lass einen neuen Kirchenweg bauen. Und wenn's mich 1000 Gulden kostet. Okay. Ja, ganz hintenrum, auch wenn ich ein paar Grün zusammenkaufen muss. Bloß, dass ich dem sein Holzbrettelschloss nicht mehr sehe. Das wird schön. Ja, das wird eine teure Angelegenheit. Ich gleich einen Hochwürden. Ja, sind sie jetzt endlich weg, die zwei alten Hirschen? Da traut man sich ja aus dem eigenen Häusl nicht mehr raus. Ach, da schau her. Hei, dieser Schiene da, der mir mein Herz erfreut. Die Sonne scheint Gott sei Dank auch für die arme Leid. Wer recht viel Taler hat, den freut oft gar kein Tag. Hat Mucken drin im Kopf, das Leben ist ein Plag. Ich hätt keine Zeit dazu, Arbeit, die gibt's grad nur. Mich weckt der Gockel schon in aller Frühe. Hei, dieser Schiene da, der mir mein Herz erfreut. Ich schau zum Himmel nach und bin voll Dankbarkeit. Das Agel, das Hauderer Agel, so was liebst du in aller Herrgottsfrühe? Das ist ja ganz was Neues, dass sich der Kramer Zangel freut, wenn er eine hauderische sieht. Naja, weil ich nie mit dir zu reden komme. Aber jetzt hätten wir eine Gelegenheit dazu. Hab ich dir das hersetzen geheißen? Nein, aber du bist wie ein Magnet. Du ziehst mich wie von selber an. Du bist doch um die Zeit jeden Sonntag in der Kirche. Oder gar jeden Tag, nicht? Naja, ich bin heute ein wenig spazieren gegangen. Ne? Überhaupt, du musst reden, wo dein Vater und du das ganze Jahr nicht in die Kirche geht's. Manchmal gehen wir schon, aber halt nicht mit allen anderen Leuten in die Messe. Ja, und dafür werden wir schon unsere Gründe haben. Den von deinem Vater kenne ich, weil er mit dem Herrgott hadert. Könnte sein, ja. Du, Madl, was hättest denn du für einen Grund? Wo doch die ganze Dorfjugend hingeht. Ja. Ich meine nicht vor lauter großer Frömmigkeit, nein. Weil es der Brauch ist und weil man sich trifft, davor und danach, habe ich recht. Recht hast du schon. Aber deswegen tät's mich nicht extra hintrein. Und was treibt dich zum Wegbleiben? Weil ich mich nicht gern der Blecker lasse, wenn ich in dem Aufzug unter die Leute gehe. Ja, schau, das ist mein Sonntagsgewand. Und das stammt noch von meiner Mutter. Hinten habe ich mir einen Zwickel reinnehmen müssen, der nicht dazu passt. Und ich habe schon oft erlebt, wie so zum Gespött von die Leute wird. Ja, und darauf kann ich in der Kirche verzichten. Oder davor oder danach. Ich werde dich nie verspotten, Agerl. Mir gefällt's, Agerl. Und ich hätte in meinem Geschäft schon einen ganz wunderbaren Spenzer für dich und ein Fischbeiners Leibel und ein Seidenschürzel dazu. Das darf dir gut stehen. Spar dir dein Mirkramer. Ich mach mir nichts aus dem Putz. Ich brauch kein silbers Geschnür. Da taten doch die Leute genauso über mich reden, als wie über meinen Schürchenzwickel. Schlag mir's nicht im Voraus ab. Schau das an, vielleicht gefällt's dir. Könnte sein, ja. Und wer jetzt zahlen? Das ist ein König. Der Herzkönig. Dein Herzkönig. Und der bin ich. Hätt nicht den Kramer, dass dich sowas traust. Bin ich da zu alt? Es ist ja gar nicht einmal dein Alter. Es ist deine Frau und dein Sohn. Hab ich dir jemals einen Anlass gegeben, dass du so von mir denkst? Hältst du mich vielleicht für ein Dorfhure? Jesus, Maria und Josef, ja, um Gottes Christi und aller Heiligen willen. Zu was rufst du denn jetzt den Himmel an? Weil du mich ganz und gar falsch verstehst. Meine Neigung zu dir, die ist väterlich, jawohl. Ich hab schon, Vater. Immer schon hab ich mir ein Töchterl gewünscht, das mir ein Sonntagsbusserl gibt, wenn ich gerade frisch rasiert bin. Und hast nur einen Buben gekriegt von deiner Frau? Was meinst du denn die zwei sagen zu ihrem neuen Töchterl mit dem Sonntagsbussel? Naja, du bist doch eine Gescheide.
Weißt du selber, dass man nicht alles sagen darf? Ach, Staat heimlich. Mucksmeis als Staat müsste das gehen. Ach, was? Weißt du was, Zangelvater? Hä? Ja, mein Fingerhackeln. Und das heimliche Bussel. Gut schon. Die Zirke her, du Vogel, du Leich. Ja, ui, mein Lieber. Du hast aber eine Kraft. Da schau's, gell? Mit dem nächsten Rucker hab ich nicht mehr in meine Hand, du Puppel, du Geschmacks. Nur der Mädel, Miserablix. Warum hast du ihn auf einmal ausgelassen? Das kommt alles von deiner sakrischen Männerkraft. Was sagst du mir denn nichts, dass hinter mir der Brunnendruck steht? Okay, der steht doch schon da, seit ich denk. Oder hast du es vielleicht vergessen? Ja, mei, die Leute sagen auch immer, Liebe macht blind. So patschnass kann ich ja nicht unter die Leute. Ja, dann legst dich halt irgendwo in die Sonne zum Trocknen. Ja, hoffentlich sieht mich unterwegs keiner. Ja, du, dann mach nur schnell. Da kommt grad wer. Sag's denn die? Und mein Bruder ist auch dabei. Der geht mir gerade noch. Sitzt der als Hautragerl ganz allein? Ich seh's das gar nicht treffen können, Baldi. Setz dich gleich hin zu ihr. Nein, das schickt sie nicht. Du Lätschen, bitte. Schau dich hin. Das sind der Baldi und der Kramerblasi. Was wispert's denn? Erzählt's mir's laut, dass ich auch eine Unterhaltung hab. Siehst du das jetzt, sagt sie's dir. Setz dich hin. Bist du sein Einsager? Er ist gerade ein bisschen schüchtern und das sind nicht die Schlechtern. Ich hab nicht gesagt, dass er schlecht ist. Ja, ganz im Gegenteil. Der ist narrisch verschossen in dich. Bist du gleich stark? Also mir wär's auch lieber, wenn du reden würdest. Ja, der hätte nämlich auch viel zum Song. Er möchte uns halt helfen. So, da bist du ein besseres Geschäft für ihn. Pass auf, Blasi. Mein Vater ist irgendwo hinterm Heisel beim Grünfuttermähen. Geh specht ein bisschen rum und sag uns, wann er kommt. Mache. Auf mich ist Verlass. So, und jetzt red. Stimmt das, was der Blasi gesagt hat, dass du mich verschossen bist? Gern habe ich dich. Geh, so ein Zufall. Ich dich auch. Ah, Karl. Und ich hab gemeint, die Feindschaft von unseren Vätern. Die geht durch uns nichts, Opoidi, oder? Aber ist überhaupt nichts. Auf die weißt du, könnte man ja Kinder und Kindeskinder ins Unglück stürzen. Ja. Mein Vater sagt den ganzen Tag, es ist eine Dummheit. Aber zu sich selber sagt das nicht. Hagerl. Du machst das nicht so gemütlich. Du musst doch nur in die Kirche. Bitte schon, geh mit. Was? Ich mit dir? Ja. In die Kirche? Und danach gehen wir in die Wirtschaft. Ich lade dich ein auf einen Wein. Mit dem Gewand? Mir bist du nur. Da darfst du schauen, wie die Leute kudern und lachen über mich. Wenn du mit dem Sintner da bist, da lacht keiner. Du weißt das noch, wenn wir miteinander in die Schule gegangen sind. Da habe ich dich einmal in den Schnee hineingeschmissen. Das hat mir gerade taugt. Ja. Die habe ich nie besser können. Dich habe ich immer schon mögen. Bei mir ist das umgekehrt. Ich konnte jetzt erst leiden. Das ist ein Blasi-Seipfiff. Ah, dann komm gewiss der Vater. Gehst mit. Mich juckt, dass ich die Leute zum Trotz tue, aber unsere Alten. Dein Vater geht nicht in die Kirche und nicht ins Wirtshaus. Und vor dem Main habe ich gar Angst. Komm. Komm. Ja, da hat er das Agerls Gebetbuch vergessen. Nix, Agerl. Das ist mein Gebetbuch. Ja, Vater, wo kommst denn du auf einmal her? Da hört man ja schöne Spitzbubenstickel von dir. Wie so verkuppelst du den Centerpoldi mit der da? Ja, gerade so. Zum Spaß. Wo sind sie denn hin? In Kirch. Und dann führt es ins Wirtshaus. So. Und das hast du alles dahinter gehört. Also ein Kehrseit, dass du mir haben, wenn ich ein Geld brauch. Verdien das, wir sind Kaufleute. Jetzt gibst du mir zuerst einmal einen Taler. Damit ich der Mutter nicht verrate, warum dein Sonntagsgewand so verkrüppelt ist. Erpresser. Dankeschön. Den brauche ich nämlich fürs Wirtshaus. Am Poldi und das Agerl im schwarzen Bock, das muss man gesehen haben. Da wird der alte Sentner schauen. Ja, den muss ich noch extra chloroformieren, damit das ja nicht verpasst. Ich geh schon mal. Da hin kommt der Hauderer, mit dem hab ich nichts zum Schaffen. Ich schon. Agerl. Ah,
Ragerl! Ist jetzt die Leiche gar vorgekriegt. Guten Morgen, Hauderer. Oha, der Kramer. Möchtest du mir was erzählen, du alter Neuigkeiten-Tantler? Na, der Kohlbrenner Franzl ist heute Nacht gestorben. So, das ist eine Dummheit. Und beim Holzknecht in der Mooshütte haben sie was Kleines gekriegt. Ja, das ist auch eine Dummheit. Ja, du musst aber arg gescheit sein, weil bei dir alles eine Dummheit ist. Okay. Sterben und auf die Welt kommen. Zu was kommt einer auf die Welt, wenn er doch wieder sterben muss? Da könnte uns viel erspart bleiben. Dir macht's keiner recht. Dir gefällt ja die Welt nicht, und wenn's selber unser Herrgott wärst. Euer Herrgott möchte ich ja gar nicht sehen. Das wärst du nicht. Aber geh mit mir in den schwarzen Bock. Was? Ich lade dich ein. Ah, was? Hast vielleicht ein Geschäft, ha? Ein rechter Verdrahts. Das siehst du dann schon. Komm nur mit, ihr Zeug. Vielleicht erfährst du noch eine große Neuigkeit. Das ist höchstens wieder eine Dummheit. Wie man's nimmt. Jetzt komm und sperr der Hitten ab. Das braucht's nicht, da tragt mir keiner was nicht. Eine Dummheit wär's, wenn da wer was raustragt. Auf derer Welt ist doch alles eine Dummheit. Ja, ja, das wisst man schon, jetzt geh weiter, Kim. Sie ist eine Dummheit, wie man's wind. Sie ist eine Dummheit, wie man's tragt. Denn fürs Gescheitse ist er mint. Ist man's wert, du meistens spart. Obst heiratst als Junge, obst heiratst ganz spät. Sie ist alles eine Dummheit, weil's mir gut ausgeht. Kriegst Kinder ein Dutzend oder gar keins vielleicht. Sie ist alles eine Dummheit, was hast du schon erreicht. Obst arm oder reich bist, oder dünn oder dick. Sie ist alles eine Dummheit, nix bringt dir ein Glück. Stirbst du als ein Säugling oder wirst 100 Jahre, sie ist alles eine Dummheit, einmal ist halt gar. Sie ist eine Dummheit, wenn man redt, sie ist eine Dummheit, wenn man bett. Sie ist eine Dummheit, wenn man singt, sie ist eine Dummheit, wenn man trinkt. Sie ist eine Dummheit, wenn man strebt, sie ist eine Dummheit, wenn man lebt. Sie ist eine Dummheit, bringst du um. Bloß zum Dummsein bist nicht zu dumm. Es geht, die sind wir heute halt die Allerliebsten. Die lassen einen armen Wirt nicht einen Sonntagvormittag ganz allein. Arm ist gut, mein Gott. Nach dem, was dir ganz neu hast, Jahr für Jahr in deine Wirtschaft tragt, musst du bald so reich sein wie der Sintner. Mein Leder, wie der Sintner, der kauft um einen schwarzen Bock 10-mal und zahlt mit der linken Hand, wie er mag. Er mag aber nicht. Ja, was steht denn ein Großbauer mit einer Gastwirtschaft? Der macht mit seinem Viehhandel mehr als wie ich mit Bier und Wein. Mei, du armer Mann, das tust mir bald leid. Du redest auch leid? Wär's trotzdem nicht gescheit? Ja, mein, mit deinen Versal verdienst freilich nichts. Macht aber immer eine gute Stimmung und hebt den Umsatz, wenn es reimend anfängt, unser Bierfassel dichter. So, da ist das Bestellte. Ja, so mimmers. Du wärst ja wohl jetzt noch nicht zu trinken anfangen wollen, Mann, gell? Kannst du schier nicht Ja oder Nein sagen, wenn du zu schnell gefragt wirst. Ja, ja. Wenn die Frau ordentlich was mitgebracht hat in die Ehe, dann schafft's auch mit an. Ja, was bohrst denn halt immer in meinen Wohlstand drin rum? Da kannst du ja auch besser den Zentner halten. Den sei Weib hat eine pfundige Mitgift mitgebracht seinerzeit, mein lieber Mo. Hat aber auch kein Glück gebracht. Lass mir's ruhen. Sie ist schon lange nicht mehr bei uns. Prost! So ist es. Prost, Prost! Ja, jetzt kommen die ersten Kirchgänger schon. Grüß euch. Grüß euch. So wird.
Jetzt tauschen wir das Halleluja-Singer mit ein paar Starkbierstänzeln. Oder mit einem Rotweinjodler. Du und Jodeln, dann kriegen ein Wirt seine Kühe so einsausen. Da haben wir den bei der richtige Burschentisch. Ja. Da könnt's fein nicht sitzen bleiben, gell? Das ist der Herrenstammtisch. Ja, trinken bloß ein Glasl. Weißt du, was wird? Wir hören ein Wein gleich selber. Da hast du recht, ja. Und? Was schmeckt's hier? Zuerst einmal ein Bier, meine ich, für den großen Durst, oder? Was sagt's hier? Ja, freilich. Eins, zwei, drei, vier, komm gleich mit dem Bier. Na, grüß euch. Servus. So, grüß Gott, mein Name. Ich mein alleweil, euch darf ich einen Rötel bringen, wie immer, gell? Und ihr, Buben, meine, schmeckt's wurscht? Wie wird denn so, fragt man nicht im Schwarzen Bock, da musst du doch alles reimen. Ja, da musst du bei meinem Mann bestellen, der kann das besser. Ja, da hast du den richtigen Reimschädel angelacht. Ein Spruchbeutel machen. Dummes Geschwätz, also, wer will wurscht? Ja, wir zwei. Wir vier. Und wir sechs. Und wir achte. Oh. Hey, hast du so einen Sonntagshunger? Nein. Aber ich bin nicht allein. Hey, du, schau her, das sind ja ganz neue Sitten. Der hat die Kattel dabei. Ja, bist du am neidig? Siehst du ein schneidiges Dirndl? Das glaubst. Bum, das wird jetzt Modis. Da ist ja noch ein paar. So, eins, zwei, drei, da habt ihr Bier. Bum, man trinkt's, das lob ich mir. Wirt, da sind noblichte Gäste gekommen. Darfst gleich extra eine Willkommen dichten. Oh, was darf's denn sein, die jungen Herrschaften? An der Roten, aber vom Besten. Vom Besten gern. Man darf nicht trauern, bedient man einen Herrenbauern. Die trauen sie was. Als ob Kirchweih tanz wäre. Und ausgerechnet die zwei sind doch ihre Augen nicht da. Also, wenn ich die Tochter von unserem Familienerbfeind ausführen möchte, dann hätte ich in ein anderes Dorf gehen. Ja, auf jeden Fall kracht's heute noch. Der Hauderer Agerl hockt mit dem Sendnerpoldi beim Wirt. Und der Kramerbub mit der Hausmann. Das geht nicht gut. Jetzt kann man sich ja die fünf Finger abziehen. Da kannst du überhaupt bis 15? Jetzt gehst du ganz. Wie haben wir es denn da? Nur gibt's, da ist ein Hirsch. Was ist noch mit euch zwei? Mögt ihr erwischt? Nein, danke schön. Ich brech kein bisschen runter. Ich hab Angst. Geh, Chapal. Sag einmal, Blasi, was traust du den Gas umeinander wie ein Wurm? Ja, dass die halt niemand sieht, wenn grad wer kommt. Der Vater vielleicht. Vor deinem Vater habe ich eigentlich keine Angst. So. Und vor der Mutter? Vor der schon eher. Aber die kommt nicht ins Wirtshaus. So, meinst du? So, Sendlerboldi, da hast du deinen Wein, weil du vom Besten bestellt hast. Ein Herrenbauer sauft nicht offen, der kauft ein Flascherl, möchte man's hoffen. Na, mir lieber nicht. Ja, was nicht gar. Du, da bin ich aber schon beleidigt, wenn's nicht anstoßt mit mir. Bei dem Reichtum, den einmal der tut erben, da dürfen wir doch sein Dirndls Geschäft nicht verderben. Der ist gewiss teuer. Für dich ist mir nichts teuer. Prost, Agerl. Prost, Buldi. Ich sag's euch, wir die Schwalbenhockers beieinander. Ja, lieb. Bloß schnabbeln dürfen wir nicht, oder? Bist du ein Buldi neidig? Ja, ein bisschen schon. Ja, so eine Arme kannst du dir natürlich nicht leisten. Du musst schon Geld heimbringen. Ich mag ja schon die Dachziegeln auf eurem Haus vor lauter Hypothek. Du feines Räder nur! Wirt, bring was Gescheites! Der Hauder ist heute mein Gast. Schrei doch nicht gar so laut, dass alle Leute hören. Ist doch kein Schand, wenn ich dich einlade. Wo sitzen wir uns denn hin? Da, das ist der Gartenstammtisch. Geh zu, das ist eine Dummheit. Oh, ein seltener Gast, der Hauderer Vater. Da muss ich schon fragen, die lieben Herren, was darf's denn sein? Möchtest du jetzt ein Bier oder ein Wein? Mir bringst du ein Bier. Das gleiche mir. Jetzt hab ich auch geräumt. Ja, lang nicht so gut wie ich. Der Kramer hat ein wenig sich geirrt. Hausdichter ist da bloß der Wirt. Du Blasi, hast du schon gesehen, dass dein Vater da ist? Da brauche ich nicht die dazu, da hab ich schon selber Angst. Ja, dein Vater auch. Ich hab am Blasi gesagt, dass ich vor seinem Vater keine Angst hab. Bravo, das lob ich. Das ist endlich einmal ein Dirndl für die moderne Zeit. Ich wollte nur vermelden, dass der alte Hauderer da ist und am Stammtisch sitzt. Warum wolltest du das vermelden? Ja, für den Fall, dass es ihr zwei nicht gesehen habt. So, und das wird das Letzte gewesen sein, was du gesehen hast. Weil er dann nämlich jetzt dein Watschengesichter so herhaut, dass der Daumen zuschwellt. Dann weiß ich was anderes. Ganz wie das Fräulein von Luppenhausen wünscht. Wenn der Raufert gibt, wird doch alles noch schlimmer. Für den schon.
Das Lumpenhausen hau ich ihm noch runter von seinem Schweinskopf. So, Prost, die Herren. Was? Gar keine Würst? Oder ein Brotseidel? Ein prima Voressen hat mein Alte am Herd. Nein, ich ist daheim. Was sagst du? Das macht mir direkt Stummheit. Du sagst dir gar nicht, alles ist eine Dummheit. Geh, Kramer. Was regst denn dein Hals gar so wie ein Ganserer? Nur schauen, wer alles da ist. Okay, wer wird denn schon da sein? Ein Haufen Dumme und ein paar Gescheide. Und alle aus Neuhaus. Jesus! Mir trifft der Schlag. Da ist er, mein Bub. Und meine Magd beim Frühschoppen im Wirtshaus. Am Herrn Kramer war's wohl lieber, wenn der Vater mit der Magd beim Frühschoppen wäre. Nur nicht auslassen, Kathi. Vater, meinst du vielleicht, dass die Kathi liegt? Ich nicht. Das darf ja gerade anhören, als ob ich. Was? Ich hab die Kathi noch nie ins Wirtshaus eingeladen. Nein, aber zu was anderem schon öfter. Ja, Mandel. Oh Gott, ich bin meine Alte. Da hört man ja schöne Sachen. Am Heimweg von der Kirche. Schaut, dass du nicht im Hochamt warst, da hättest du gleich beichten können. Ich war in der Früh bis. Und ich bin leider nicht in meiner Waschküche. Da darf die schmutzige Wäsche eigentlich hinkehren. Aber den Dreck, den du am Stecken hast, den können wir auch im Wirtshaus runterkratzen. Mann, helft's mir! Ich werde verleumdet! Ich werde doch wohl noch sagen dürfen, dass es mir missfällt, wenn mein Sohn mit unserer Hausmagd Bredelbreit beim Frühschoppen hockt. So was hat's doch noch nie gegeben. Na, aber vielleicht wär's Mode. Du frag einmal den Herrn Pfarrer. Ich glaub, dass das auf der Sündenleiter gerade eine lässliche Sprossen ist. Aber was die Kathi von dir durchleichten lässt, das kann schon ein Ärger sein. Nix ist wahr, nix! Das ist von derer da nur eine Dings. Eine was? Ich habe noch gar nichts gesagt. Unser Herr braucht mich nicht verleumden, bloß dass er sie rausputzt. So, Mandel. Und jetzt? Jetzt kriegst du dein Fett. Recht, Hild. Nicht da. Ah ja, hast auch wieder recht. Komm, Tildel, setz dich zu mir am Gartenstammtisch. Ich lass dir auch einen süßen Wein bringen, Weibeli. Der Teufi ist dein Weibeli. Das gehört umgekehrt gesagt. Sein Weibeli ist der Teufi, da gibt's für mich kein Zweifel. Ich hab heute den Haderer als Frühschoppengast. Sonst darf ich ja gleich mit euch heimgehen. Ja. Mit uns? Ja. Ja, warum denn? Ich gehe ja noch gar nicht. Blasi, sitz mit zu euch. So, die Kathi darf auch da bleiben, weil sie heute gar so brav war. Wenn Mutter dabei ist, ist ja die Familienehre nicht in Gefahr, oder? Ich hab den Haderer eingeladen, ich muss zum Stammtisch. Ja, es hält dich doch niemand auf. Wirtin, ja? Bringst du uns einen guten Wein? Gern. Aber bloß nicht den, wo mein Mann sonst immer trinkt, gell? Weil der kriegt nämlich immer so Kopfweh. So, du musst ja woanders saufen. Das reine Weiberregiment. So weit hat's kommen müssen. Ja, was darf ich denn überhaupt? Gar nichts. Doch. Du darfst zäumen. Ich danke euch, Frau Zange, für die Hilfe. Du bist noch nicht gerupft, Händel. Wir zwei, wir wachsen schon noch zusammen. So. Jetzt tupf nicht immer nur rum, Toni. Los, auf geht's mit den Gstanzl. Die Grammarischen sind nicht so interessant wie unser Sensationsball. Vom Haselmo hat sich ein Großen aufzwickt. Doch er sei dann ist mir, da ist Rupfen nur gepflegt. Ihr Bub ist kein Armer, hat Goldstücke nur. Aber was sagt sein Vater zu derer Amour? Kinder, hilf ich! Halt, den hau ich umspitzt den Boden ein. Das wollen die doch grad. Sing lieber zurück. Singen? Ja. Singen statt rauf, wie ein prima Programm. Dabei haut ja keiner mir Geschirr und Glasl zusammen. Lang nein, Toni. So mancher Bursch hat schon eine Geizacke gefreut. Doch später hat die Hochzeit mit der Biskorn angereiht. Ein Bub, der beim Madl bloß aufs Heiratsgut schaut, der ist ein Gesichtswürstel und kehrt und das Kraut. Ja.
Eine Braut ist Bild schön oft vom Kopf bis zum Fuß. Bloß schon, wenn's ihr Heiratsgut zum Betteln muss. Jetzt fang's doch an! Lass mich singen! Auf geht's, Toni! Die Armen verspott man, weil's ihr nimmer wisst. Unser Herrgott war arm und war doch der Erstchrist. Das ist ja die Stimme von meinem Agerl. Agerl? Was tust denn du da? Ja, der Baldi hat mich mitgenommen, Vater. Ins Wirtshaus? Das verbiete ich ihm. Du hast mir nichts zum Verbieten. Ja, dann tut's dein Vater. Zuerst muss er da sein. Los, Toni, sprüh auf. Bravo Agerl, bravo Baldi, lass euch nur nichts vorschreien. Die alten Tyrannen sollen doch ganz daheim bleiben. Mein Dirndl, das gefällt mir, wer's noch mal lacht aus, der fliegt euch ein ganzer beim Wirtsgarten aus. Agerl, bitte schön, komm her zu mir. Ich bin mit dem Baldi gekommen, Vater, und wir haben uns versprochen. Eine hauderische und ein Sendnerbuhr. Mein Gott, ist das eine Dummheit. Kommt's mit mir in Gaststuben. Ich hab ganz was Gutes für euch. Was denn? Eine frische Briesmehlswurst. Möcht's es? Ja, schon. Aber bringt's meinem Vater auch was davon? Ja, gern. Aber jetzt geht's dir mal zu. Du sag mal, Grama, hast mich du vielleicht deswegen eingeladen, dass du mir das ganz und gar unpassende Ball da sagst? Es wäre mir halt eine Herzensangelegenheit, dass ich einmal eine Versöhnung zustande bringe zwischen die Senden und die Haut. Oder? Okay, das ist eine Dummheit. Geh, Herr Pfarrer, über meinen Plan betreffs einen neuen Kirchenweg. Da reden wir noch miteinander. Schon recht, Sendner, ja. Obwohl ich Sie nicht gar so dringlich anschaue, diese dumme Geschichte. Grüß Gott beisammen. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Na, wie wär's mit einem Viertel, Herr Pfarrer? Dankeschön, aber meine Philomena hat's nicht gern, wenn ich mir schon vor dem Mittagessen den Appetit verderbe. Ja, geh hoch, Würden, heißt doch ein altes Sprichwort schon. Vor dem Essen soll man das Trinken nicht vergessen, oder? Mein lieber Sendner, du vergisst, dass ich ja täglich am Altar schon den verwandelten Saft der Trauben erhalte. Ah ja. Also, nix für ungut, Hochwürden. Aber wenn ihr so einen Säuerling ausschinken möcht wie ihren Messwein. Ja, leider. Dann täten die Neuhaus aber schier aus dem Ort jagen. Wirt, du bist eigentlich ein respektloser Mooskopf. Ja. Noch eine andere Frage. Ja. Weil wir heute schon eine kleine Auseinandersetzung gehabt haben. Weil in der letzten Zeit immer mehr Frauen und Madel zu mir kommen, aber nicht nur zum Kirchweihtanz, sondern in liebevoller Begleitung. Verstehen Sie, Herr Pfarrer? Was halten Sie davon? Nun, so alte Bräuche können sich auch mal ändern. Hm? Und so gotterbärmlich saufen wie meine männlichen Pfarrkinder werden die Weiberlei doch hoffentlich nicht. Und dann sehe ich nichts Böses darin. Das ist ein Wort, Herr Pfarrer. Aber dann bräuchte man in der Kirche die rechte und die linke Seite nicht so streng trennen. Auch in Ihrem Hause täten Mandel und Weiberl gerne beieinander sitzen. Na, Wirt, das Sitzrecht in der Kirche ist ererbt und es wird auch bezahlt dafür. Und zwar vom Bauern und nicht von der Bäuerin. Kommt ganz drauf an, wer das Geld in die Ehe mitgebracht hat. Die Kirche wollen wir schon beim alten Brauch belassen. Aber mehr Kundschaft täten sie kriegen, nicht die Wetten. Da spricht der Geschäftsmann. Ja, ist ja auch sein gutes Recht, mein lieber schwarzer Bock. Ja. Oder soll ich sagen, schwarzes Schaf? Ja, das wäre gut. Nicht, bitte nicht. Also, führt Gott beieinander. Für Gott, Herr Pfarrer. Und vergesst mir nicht auf die Nachmittagsandacht. Einen schönen Gruß an Fräulein Philomena, Hochwürden. Und ich schicke die Woche eine Enten über, gell? Ich werd's ausrichten. Vergelt's Gott. Thanks Gott. Oha. Du sitzt also auch da. Ist ja ganz was Neues. Ach, es ist eine Dummheit. Und akkurat an meinem Stammtisch. Ah, ist jetzt schon sein Stammtisch. Habt ihr ihm den verkauft? Ich geh schon. Na, du bleibst. Du kommandierst mir nicht, wo ich gehe und stehe. Du bleibst da, hab ich gesagt. Weil ich nicht will, dass im ganzen Dorf heißt, ich hätte dich aus dem Wirtshaus vertrieben. Der Tisch ist lang genug. Du sitzt und? Ich sitz um. Wie es ist gehört. Nur an dir. Ich wär schon nicht hergegangen an deinen Stammtisch. Wenn mich der da nicht hergezogen hätte. Wirt, meinen Wein. Zu Diensten, Sendner. Gleich bring ein Viertel vom Rosenbusch-Gürtel. Einen halben Liter. Ist auch nicht bitter. So, der Kramer hat dich herzogen. Und eingeladen. Mhm.
Hast wieder eins von deinen Stückeln im Kopf, das Dorf ein wenig durcheinander bringen, was? Gesehen, meine Stückel sind doch nur Spaß. Ja, wir lachen uns tot daheim. Aber diesmal hat mich die reine Nächstenliebe drin. Okay. Ja. Ihr zwei Väter müsst doch erfahren, was hinter eure Buckel vorgeht. Wieso, was geht denn da vor? Ach, es ist eine Dummheit. In Neuhaus gibt's ein neues Liebespaar. Vielleicht gar ein Brautpaar. Was? Der Buldi! Und mein Agerl, ja. Ich hab's ja selber auch gerade erst gemerkt. Ach, ist das eine Dummheit. Das wolltest du uns also präsentieren, Kramer. Warum eigentlich? Erwartest du, dass ich meinen Sohn enterbe oder dass ich eine Verlobungsfeier ausrichte, ha? Keins davon, Sendner. Keins davon. Dass du halt wieder einen Anstand und eine Ordnung herstellst, gell? So. Ja. Bulde, sofort lass dich da stehen und kommst her zu mir. Ich steh mir da ganz gut. Und weiterhin brauchst du auch nicht mehr. Was? Ich bin mir alt nur. Und wir zwei haben uns versprochen. Das hast du eingefädelt, Hauderer, gell? Dir könnte ja so ein Schwiegersohn passen. Hast du ein Agerl hingehetzt? Weil du's Dirndlhetzen so gut verstanden hast seinerzeit, gell? Bulde, sag mir sofort die Wahrheit. Hat das Mädel mit dir anbandelt oder du mit ihr? Ja, ich mit ihr? So gehört's es doch. Wirst schon du dein Burm auf mein Agerl gehetzt haben? Dass er mir's verunehren soll? Geh du Narr, du! Frag doch dein Dirndl selber! Ja, das tue ich schon. Agerl, frei raus und ehrlich. Hat dir der Bursch da damisch geredet? Oder hat er dir sein Lieb in Ehren antragen? Alles in Ehren. Und die große Lieb hat er gesagt, die wollen wir uns für den heiligen Ehestand aufsparen. Mein Gott, wie darf's denn sowas geben? Das ist mir wurscht. Ich kann einmal meinen Buben nicht neben dein Dirndl sehen. Bloß weil er eine schöne Larven hat. Und wenn's die dümmste und die kreislichste im ganzen Dorf wäre, in deine Familie, nein, da wär's mir noch lang geschaut. Hey, komm, Hauderer, aus dir spricht doch nur der Bettelleitstolz. Und aus dir der Bauernhochmut. Baldi, pack dich sofort her zu mir, aber allein. Ich hab mein Wein an einem anderen Tisch. So, Sendner, da ist jetzt gleich dein Spezieller, gell? Ich schenk dir gleich ein, weißt du? So ein Sonntagerl muss gefeiert werden. Was ist denn los? Agerl, komm her zu mir, wir gehen heim. Ich geh nur mit dem Baldi, Vater. Wir haben uns versprochen für ewig. Mein Gott, ist das eine Dummheit? Agerl, komm, setz dich zu mir her. Ich bin halt schon die Glucken für versprengte Händel. Da setz ich mich dazu. Beim Blasi ist lustiger, wie bei meinem grantigen Alten. So, ist der jetzt dein Freund? Jedenfalls ist er nicht mein Feind. Da muss man schon so alt und so stur sein wie die, dass man lebenslang auf Feindschaft rumtragt, wo keiner mehr weiß, warum. Mein Hauderer, da wird er jetzt wahrscheinlich gar nicht recht noch was zu essen sein, hä? Nein, ganz bestimmt nicht. Eine frisch rausbratene Mulzwurst hätte ich da. Ich mag's nicht. Tu es mir her, ich mag's. Die trauen sich was. Alt und stur heißen die uns. Das ist aber ein gutes Wort gewesen. Eine lebenslange Feindschaft und keiner weiß mehr warum. Wo jetzt eh schon in der Öffentlichkeit was austratscht ist, tat's euch vielleicht gut, wenn die ganze alte Geschichte einmal frisch ausgeredet wäre. Wollt's es euch nicht, wie man so sagt, vom Herzen reden? Meinst nicht? Du bist nicht der dümmste Bartel. Und vielleicht hast du recht. Und bei den vielen halben Andeutungen meinen Leute wirklich bald, wir hätten ein Kapitalverbrechen auf dem Gewissen. Das haben wir aber nicht. Kommt, Kinder, gehen wir rüber. Das darf mich schon lange interessieren. Oder wisst ihr vielleicht schon alles von euren Alten? Nein, kein Wort. So, und jetzt red's. Aber er muss anfangen. Ja, ich fürchte mich schon nicht, Hauderer. Na, kommt her. Dürft's uns aber nicht auslachen. Über 20 Jahre Erzfeindschaft. Da wird's kaum was zum Lachen geben. Na ja, es hat aber ganz gut angefangen. Also, in meiner Kindheit war Neuhaus noch um etliches kleiner, aber der Sendnerhof war damals schon genauso groß wie heute und den Haderer sein Anwesen genauso klein wie heute. Aber noch besser beieinander und voll bewirtschaftet, gell? Ja, mei. Je weniger mich's Leben gefreut hat, umso weniger habe ich mich um mein Zeug gekümmert. Ja, so weit sind wir aber noch nicht. Also, der Hauderer und ich waren in unserer Burschenzeit die besten Freunde. Jeden Tanzboden haben wir unsicher gemacht, keine Kegelbahn und keinen Schießstand auslassen. Und miteinander sind wir auf die höchsten Berg gerannt. Sogar verliebt haben sie sich zur gleichen Zeit. In die gleiche? Na, durchaus nicht.
Ja, ja, jeder von uns hat ein Dirndl kennengelernt, das er zu seiner Hochzeiterin machen wollte. Die meine ich hat Leopold Ding geheißen und hat von daheim so gut wie nichts mitgebracht. Das hat sich der Erbe vom Sentnerhof ja leisten können. Und die meine hat Agat geheißen. Die ist aus einem Mords drum Hof raus gewesen. Und hätte mal eine ganz große Mitgift gehabt. Warum hätt? Ja, das wirst du schon noch hören, Wirt. Wir haben uns zur gleichen Zeit versprochen, waren ein Herz und eine Seele und haben sogar schon davon geredet, dass es aufs Jahr eine Doppelhochzeit gibt. Aha, aber die hat's nicht gegeben. Doch, schon, Kramerin. Aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt. Ja, ich hab so eine Wandlung durchgemacht. Mein Herz ist mir immer schwerer geworden, bis ich mir eines Tages endlich eingestanden hab, dass ich eigentlich gar nicht meiner Leopoldin so richtig gut bin, sondern ganz narrisch in den Hauderer sein Agat verliebt. Ja, ja, in einen Menschen kann man nicht reinschauen. Na, aber in seinen Geldsack. Glaubst du nicht, dass dich der Agat ihre Mitgift stärker gezogen hat, als wie dein Herz? Hm? Na, das glaube ich eigentlich nicht, Grammerin. Ja, vielleicht hätte ich ruhig sein sollen. Aber einen Fehler machen fürs ganze Leben? Kurz und gut, ich hab der Agat mein Herz ausgeschüttet und war wie im siebten Himmel, wie es gesagt hat, dass sie mich auch mag und Zentnerin werden möchte. Ja, mei. Heißt ja das alte Sprichwort, Geld kommt zu Geld. Ja, das habe ich zuerst auch geglaubt. Aber dann haben sie mich überzeugt. Heute die sagen, eingewickelt. Dass ich die Agat nicht unglücklich machen darf, hat's geheißen. Und an unsere alte Männerfreundschaft haben sie appelliert. Und die Leopoldin? Ich hab's selber nicht glauben können, aber die ist auch einverstanden gewesen. Und hat mich genommen. Den armen Kleinhäusler. Mei, hat doch sie auch nichts gehabt. Da waren schon wieder die Richtigen beieinander. Na ja, also der Sentner hat uns den notigen Zusammenstand schon ein bisschen versüßt. Mhm, wir? Na ja, ich bin mit meinem Vater übereinkommen, dass die Leopoldin von uns eine Aussteuer kriegt. Und der Sparbüchel mit etlichen Gulden habt ihr auch noch zugesteckt. Jawohl, genau so ist es gewesen, Partl. Ja, du hast recht. Da waren wir fürs Erste zufrieden und haben es aufgepopstellt. Da sind wir mit der Agat und ich mit der Leopoldin. Ja, Vater, das war ja ein regulärer Brautausch. Darf man das? Also, ich hab jetzt gemeint, wir hören die Geschichte von eurer Erzfeindschaft. Bis jetzt ist noch nichts davon rausgekommen. Ja, mein Kramerin, wir haben uns ja noch ein Jahr oder zwei Jahre vertragen. Bei unseren Kindern haben wir sogar gegenseitig die Taufpaten gemacht und ihnen jeweils die Namen vom anderen seiner Frau gegeben. Was? Ja. Ja, ja, Agel. Du heißt nach dem Sintner seiner Agat. Ja, Boldi, da heißt ja nach deiner Mutter. Und sie nach der deinigen. Leopoldin. Ja, gell. Männlich natürlich, Leopold. Da habt ihr eine Vorbestimmung reingelegt. Sagt's, was wollt, die zwei haben sich doch finden müssen. Ja, ja. Hey, was tat's hier da alle beieinander? Du störst uns hier nicht, wir haben gerade was zum Bereden, gell? Weißt du hinten, so neugierig sind wir gar nicht. Ja, das macht nichts. Für dich. Für dich. Für dich. Für dich. Für dich. Gut und kommst gut heim, gell? So, Haderer, jetzt könntest du eigentlich du weitererzählen. Weil jetzt das ganze Elend kommt, gell? Hm. Naja, bei mir, da ist in den nächsten Jahren das Glück im Haus allerweil weniger und der Unfrieden allerweil größer geworden. Unsere Armut hat mein Leopoldin verdrossen. Oft nur hat's nüberdenkt zum Sentner, wie man bei einem Großbauern lebt. Allmählich ist ganz verbittert worden. Und eines Tages, da habe ich es nachher müssen, das Wort vom Besser gehen können. Ja, das hat mir natürlich wehgetan. Aber ich war ja der Nixhaber, der ihr das Leben im Wohlstand verpatzt hat. Und du doch nicht. Ja, aber ausgeschaut hat sie so. Und sie hat's geglaubt. Ach, mei, wir sind schon langsam so ein sauertöpfisches Ehepaar geworden, dass uns kein Herrgott und kein Doktor mehr ein zweites Kind hätte schenken können. Und ich bin damals zum Wirtshaus sitzen geworden. Aber nicht einmal da war ich gern. Ich war erst spät von den Leuten. Ja, da, der Kramer, der war damals noch ein ganz junger Hupfer. Und trotzdem hat er den alten Deppen, der eine reiche Braut so leicht hergegeben hat, zur rechten Zeit erbleckt und ausgesungen. Ja, das Aussingen ist ein alter Brauch, ne? Aber du hast halt einen Humor wie ein Schwert. Aber bei dir, Sentner, da wird's doch nichts geben haben, oder? Oh, mein Grammerin. Unsere Ehe ist direkt eingeschlafen. Die Agat hat's mit dem Gewissen gekriegt, weil es die Leopoldin so quasi hinausgedrückt hat. Mhm.
Sie ist aus dem Beichtstuhl nicht mehr rausgekommen, als hätte sie unseren Herrn verraten. Und wer einmal eine bigotte Frau gehabt hat, der weiß, was in so einem Ehestand und in der Familie fehlt. Sogar der Herr geistliche Rat hat damals zu mir einmal gesagt, dass meine Agat nicht ganz gesund sein kann. War die Mutter da schon krank? Ja, gemürzkrank, Baldi. Gemürzkrank. Und jetzt mal, wenn ich den Haderer getroffen habe, haben wir uns die Vorwürfe gegenseitig an den Kopf geschmissen. Jeder war für sich der Ehrenmann und der andere der Lump. Tja, so ist es gewesen. Und jetzt wisst ihr alles. Aber wie man 20 Jahre lang in einem solchen Zustand lebt, das wissen bloß wir zwei. Also ihr habt doch jetzt eigentlich ganz vernünftig und gar nicht so böse dahergeredet. Das soll mir doch keiner sagen, dass in die 20 Jahre nicht einmal ein gutes Wort oder ja, vielleicht sogar eine Versöhnung möglich gewesen wäre. 20 Jahre, das stimmt nicht ganz. Nach 13 Jahren, da wollt ihr mal mit dem Sendner reden. Warum ausgerechnet nach 13 Jahren? Ja, das war vor 7 Jahren da. Hat in unserem Dorf eine böse Krankheit grassiert, das weißt du. Ja, ja. Und hab viel Leid mitgenommen. Hey, weißt du noch, das war die reinste Seuchten. Ja, und da hat der Tod zur gleichen Zeit unsere beiden Frauen abgeholt. Und da ist eben eine gewisse Friedfertigkeit über mich gekommen. Aber du hast ja nicht wollen. Ich sag einmal, spinnst du jetzt, Hauderer, was redst denn da? Nach der Beerdigung von meiner Leopoldin, da wollte ich mit dir reden. Und wollte schauen, ob nicht doch wieder ein bisschen Fried hergeht. 3 Tage lang bin ich auf die Nacht hinübergegangen zu dir, zu deinem Hof. Aber du hast dich auch jedes Mal verleugnen lassen. Wahrscheinlich hast du mich schon kommen sehen, gell? Okay, du fantasierst ja. Gleich nach der Beerdigung von meiner Agat bin ich in die Stadt reingefahren, zum Amtsgericht und zum Notar, weil nämlich ihre Mitgift mit einem Erbvertrag amtlich festgeschrieben war. 3 Tage lang hat es gedauert, bis es alles geregelt war und ich den Erbschein gekriegt habe. So ist das gewesen. Ja, so war das. Und ich hab mir gedacht, du bist und bleibst heute halt der alte Sturschädel. Nein, der warst schon du. Wieso ich? Weil ich gleich, wie aus der Stadt zurück war, zu dir rübermarschiert bin. Nicht bei der Nacht. Am hellen Tag und dies 3 Tage lang hintereinander. Aber jetzt mal hat mir der Agel die Tür aufgemacht und hat gesagt, du bist nicht da. Wahrscheinlich bist du bei der hinteren Tür in den Wald ausgerannt, wie du mich von vorn gekommen hast sehen, gell? Was hast denn du da bei mir wollen? Reden. Hauderer, wollte ich sagen jetzt. Jetzt haben wir unsere beiden Frauen beerdigt. Jetzt beerdigen wir unsere alte Feindschaft auch. Du hast nicht wollen. Ja, natürlich hätte ich wollen, Mensch. Was? Nachdem ich 3 Tage lang zu dir niedergetappt bin und überzeugt war, dass dich du verleugnen lässt, ja, bin ich ganz mutlos geworden und bin schier am Leben verzagt. Meinen Rucksack hab ich packt und bin auf den Latschenkogel. Über ins Metenkar. Jede Nacht in anderen Hütten. Und erst, wie es nachher wieder ein bisschen stauder worden ist in mir, da bin ich wieder heim. Nach 8 Tagen. Ja, verreckt. Jetzt kannten die schon 7 Jahre lang wieder gut sein und haben sie bloß nicht getroffen. Vater, gib dem Hauderer deine Hand. Ja, sicher. Ja, was ich da sagen sollte, das weiß ich eigentlich gar nicht momentan. Kurbi. Hartl. Geh her, hol die Gamshaut. Ja, jetzt wär's wieder gut. Ja, du Dickschädel, die Sendlerinne. Jetzt glaub ich, jetzt kommen 7 bessere Jahre. Kurbi, von mir aus 7 fette. Ja. Jedenfalls stifte ich jetzt ein Freibier oder einen Wein. Für alle, für jeden, was einmal gefragt wird. Sie kennen jeden sein Gusto. Ein Wein, ein Bier, ein Likör, ein Schnaps. Leid greift zu, der Bogen wird hart. Zentner, nicht zu viel versprechen. Ich bin im Stand um Steimer an Schampus. Steiner! Komm du, Heimo. Für die habe ich ganz was Besonderes hinten stehen. Ein Haselnussstecker, hä? Das sind Ehegeheimnisse. Ja, was ist denn mit euch zwei los, Kinder? Bestellt euch doch auch was zum Trinken. Vater, wir möchten nichts trinken. Wir möchten ganz was anderes. Ja, was möchtest du denn? Heiraten. Was? Oh, Kurbi, wir haben jetzt gesehen, dass wir uns den kleinen Finger geben, schon lang ins nach der ganzen Hand. No. Nein, nur nicht gar so schnell. Das können die jungen Daumen auch nicht gleich fliegen. Ja. Also jetzt passt mal auf, ihr zwei Väter. Ja. Das wäre doch ein würdiger Abschluss nach der dummen Geschichte. Denn dass das eine Dummheit war damals vor 20 Jahren,
das gibt's doch jetzt zu. Ich glaube, sie hat recht. Ja, da hat's wohl recht. Also, dass aus der Zangl-Familie auch einmal ein gescheiter Vorschlag kommt, sag ich's nämlich jetzt nur einmal. Das wäre doch ein würdiger Abschluss, wenn nach eurer vermaledeiten Doppelhochzeit jetzt einmal eine einfache käme. Herrschaft, das darf ein fettes Neuhaus werden. Ich glaub, schöner wie Kirchweih. Ja, ja. Unsere Kinder heiraten, Mensch, Grammerin. Freilich sind ne. Okay, zu dem sagt doch der Dickschädel nie ja. Meinst du? Ja, das meine ich. Jetzt hast du aber geschnitten. Okay. Grad extra. Ich hab überhaupt nichts dagegen. Ja, was? Aber die Wahrheit deck ich jetzt auf. Du bist doch dagegen. Du lass doch so ein armes Kleinhäusler, okay, okay, nicht in deinem Brosenhof. Okay. Geh zu, gib's doch zu, damit die Leute sehen, bei wem die Schuld liegt. Ja, bei mir nicht, Korbi. So, und jetzt soll's das ganze Dorf hören. Unsere Kinder heiraten, jawohl! Ja. Schon, dass die heimliche Geschichte hinter unseren Rücken ja, einmal hinten nimmt, versteht? Das sag's mir ja zwei, wie lang geht denn das eigentlich schon? Seit heute? Was? Ja, du. In der Schule, da haben wir schon immer miteinander geraucht. Ja, das ist natürlich die richtige Voraussetzung für den Ehestand. Und wann wollt's aufgepuppt stehen? Morgen. Na, okay. Ja, morgen. Sonst überlegt es euch vielleicht noch mal. Bravo, Kinder. Also, das ist gescheit. Und bei der Hochzeit, da hätten wir nur eine einzige Bitte an dich, Vater. Was denn? Wenn wir vor dem Altar stehen und der Pfarrer fragt uns, ob wir in den heiligen Stand der Ehe eintreten wollen, dass du uns dann vor ein Jahr nicht sagst, es ist alles eine Dummheit. Agatal, mein Katzal, komm her und sei lieb. Hat dir einers Herz gefällt, ist er lang noch Quartier. Die Braut und der Bräutigam, deren Gosoliert schauen. Jetzt sehen wir die Wochen, bis Windeln hängen am Zaun. Ohne Fuppe, ohne heirate ich einmal. Am Pfarrer hab ich beicht, ich kratz dern wohl nicht leicht. Sagt der Pfarrer zu mir, geht mir grad so wie dir. Madel, magst du'n Rosoli oder magst du'n Kaffee? Oder möchtest du'n End gar ein Pfeffer minst he? Auf Nacht an mein Kammer mit deinem Pfefferminztee. Hat ein Burschlein zwei Dirndln, ein Eutz und ein Neis, dann braucht er zwei Herzen, ein Falsch und ein Dreis. Und der Krügeldeckel geht auf und der Krügeldeckel geht zu. Und ich hätte halt meinen Lebtag vorm Krügeldeckel keine Ruhe. Lustig und kreuzige, den Horn gehen wir nicht so schnell. Ja, Horn gehen wir morgen früher oder konier. Ja, zahlen! Das letzte Stanzl ist gesungen, Wein und Bier müssen langer. Denn der, wo heut zahlt hat, der ist schon heimgegangen. Hörst du heute gar nicht mehr auf mit dem Zeitung lesen? Wird man's wissen, was in der Welt draußen vorgeht. Das verlangen seine Gäste. Ja, du weißt zum Beispiel nichts. Dafür weiß ich, was in Neuhaus vorgeht. So, was denn? Die zwei Oberstreithänseln sind heute mit ihren Kindern zum Pfarrhof, zwecks dem Aufgebot. Das ist wenigstens was Gutes.
In meiner Zeitung, da stehen nur lauter Schlechtigkeiten drin. Im Neuhaus regiert halt Neugier. Alle, die nicht unbedingt arbeiten müssen, sind mitgerannt zum Pfarrer. Der Gramer auch, der Obergschaftel Hubert Zankl. Versteht sich, aber unter Bewachung. Hä? Sein Mechthild lässt nicht aus die Augen. Ja, die braucht er auch. Ein Gramer zieht sowieso immer auf die Madelseiten über, nicht? Am liebsten wäre ja der Vorstand vom Jungfernbund. Da hätte nämlich die ganze Ganserlschar. Das wäre ja gerade wie wenn man einen Fuchs zu den jungen Ganserl schickt. Da hätte man ja bald einen richtigen Doppelselbstmord. Hä? Ja, um Gottes Willen, Mann, was redst denn du da zusammen? Ja, was steht da? Also, na, glaubst du, ich rede die ganze Zeit mit dir und du bringst dein Zinken nicht mehr aus der Zeitung raus? Hm. Was ist denn das überhaupt? Was? Ja, so ein Doppeldings da, Selbstmord. Dolly selber nachher, weiß das ich. Hauderer, grüß dich Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Gib mir einen Branntwein. Aber einen großen. Ein Branntwein? Ist ja ganz was Neues. Ja, Hauderer, wieso bist denn du schon da? Habt ihr nicht das Aufgebot von euren Kindern einschreiben lassen? Haben wir. Wo hast du noch die anderen lassen? Werden schon kommen. Ist noch nicht vorbei? Nein. Ja, warum bist denn dann du schon Mehr da? Ruhe. Einschenken. Doppelt, hab ich gesagt. Gesenk's Gott. Ja, segnen wär dann euch auch nur ein Schnaps, der Herrgott. Der hat nur mit seinen christlichen Schafen jetzt da. Jetzt sag halt, warum du allein vorauskommst. Der Vogrind bin ich. Warum denn? Weil ich kein Schulbub mehr bin, der sich vom Herrn Pfarrer schurigeln lassen muss. Red mit der nicht so saudum an, dass ich meine christlichen Pflichten vernachlässigt hätte. Aber ich hab's ihm schon hingerieben. Du hab ich gesagt, du kannst ja leicht in die Kirche reingehen. Du wärst ja zahlt dafür. Ja, wie kommt er denn auf sowas? Und das Agerl und der Baldi, den hat er auch gleich examiniert, beim Brautunterricht. Und weil ihm ihr Christentum nicht gut genug ist, da ist natürlich der Herr Vater dran schuld, nicht? Noch ein. Prost. Hauderer, du ein bisschen langsam. Okay? Ich tue, wie ich mag. Ich bin der Gast. Der Baldi hat auch nicht alles gewusst aus dem Katechese. Aber bei dem macht's ja nichts. Weil der Herr Vater jeden Sonntag Predelbrat vorn hockt in der Kirche, im selber zahlten Kirchenstuhl. Ja. Und ich darf dort hintocken auf der Eselsbank und den Herrn Brotzendorf vormarschieren sehen. Jesus, du wirst dich doch nicht wieder mit dem Sendner zerstreiten. Jetzt, wo endlich alles eingerennt ist. Ja. Ich mag's einmal nicht, die jesuitische Falschheit. Der Sendner ist doch bloß deswegen der König in unserer Kirchengemeinde, weil er der Freien Philomena jede Woche was rüberschickt. Was? Ja, gestern war's ein Ernten. Und die schreit dann noch gleich so laut umeinander, dass man's im ganzen Wirtsgarten hört. Schickt noch einen ein. Ach, Hauderer, jetzt musst du schon ein bisschen bremsen, das geht nicht gut. Bist du der Wirt oder der Gast? Oder hast du Angst, dass ich nicht zahlen kann? Jetzt sei doch nicht so einrissig. Ich meine das bloß gut, Hauderer. Noch eins sag ich. Da hast du Flaschen, schenk dir selber ein. Ich sag dir noch, was ausmacht. Hör auf! Hör, Mensch, ist ja was süß. Ja, und darf ich das nicht? Na, schau. Hauderer, der Schnaps, der macht dich du ganz narrisch. Jetzt, wenn der Sendner kommt, dann könnt ihr wieder streiten. Wie die letzten 20 Jahre. Und ich hab bedenkt, ihr lebt in Freundschaft. So eine zusammengepflegte Freundschaft, die ist nichts und wert nichts. Die hält nicht den allerkleinsten Stesser aus. Was muss denn er, der wichtig war, zum Herrn Pfarrer sagen? Er täte schon dafür sorgen, dass ich am Sonntag in Zukunft keine Predigt mehr versäume. Mei, jetzt seid's verwandt. Zwei Schwiegerväter. Für den seine Siebschaft gibt ihn noch lang keinen Schwiegervater ab. Mein Agerl braucht keinen Sendner. Jetzt kommen alle. Grüß Gott, mein Name. Das ist eine Verlobigung, ist heute frei. Mein Eusner hat ins Wirtshaus schneit. Wird zahlen. Ja, oha. Wird jetzt von mir und den Kindern davonlaufen.
Hast dich ja beim Pfarrer schon so sauber aufgeführt, gell? In meinem Alter möchtet ihr mich noch katholisch machen, ja? Da kann ich auch bloß lachen. Ist nicht mehr ganz nüchtern. Ihr riecht's. Hochzeug her, Leute. Das Brautpaar nimm in die Mitte. Ja. Was möcht's denn? Hat wird denn vielleicht einen Zirsten und einen Kuchen? Ja. Haben wir alles, bringen wir alles. Und? Was darf's nun sein? Für jeden, was er mag, wir zahlen du ein. Brauch nicht lang fragen, kannst gleich einer tragen. Wissen du es, ist ein alter Schnee. Ja. Ich brauch keine armen Speisungen. Ja, ich will selber was. Ja, Vater, was machst denn? Er trinkt sonst nie einen Schnaps. Dann vertragt er ihn auch nicht. Ja und? Ja, wie das nicht? Doch, ja. Oder ist es vielleicht eine Sünd? Wisst ihr was? Da macht der Sünden eine Stiftung. Ja, freilich. Und der Herr Pfarrer tut mich absolvieren. Absolvieren? Aber vielleicht ist es billiger. Ihr tut's mich mit Weichbrunn abwaschen. Oh. Ja, das ist das beste Bad, hat der Teufel gesagt, mir ins Taufbecken reingefallen ist. Ja. Sehr passend, ich spass an das jetzt. Er, der Brot. Oha, oha. Er zahlt alles. Ja, du nicht. Aber ob ich als Brautvater was zahlen möchte, da fragt mich keiner. Ich könnte zwar gar nicht. Ja, das ist bekannt. Aber dass mich keiner fragt, da stinkt er mir. Schau, Vater, ihr müsst doch miteinander auskommen. Ja, und übers Jahr, da seid ihr vielleicht schon Großvater. Wer ist ein Großvater? Ja, du. Und mein Vater. So, nein. Arnl und Arnl sind auch zweierlei Leute. Der reiche Arnl, der hält's jeden Tag auf die Knie. Ja, die kleine Butzel war. Und den armen Adel, den die Fratzen das ganze Jahr nicht anschauen. Ja, zu dir tät ich schon nicht hinlassen. Ja, ich auch nicht. Da muss ich ihnen ja jedes Mal die Mucken wieder austreiben, die wo sie bei dir gelernt haben. Du rührst mir meine Enkelkinder nicht an. Verstanden? Vater, jetzt sag doch wenigstens du gescheit. Ja. Wenn der Schwiegervater schon ein Narr ist, gell? Ja. Habt ihr es gehört, was der gesagt hat? Habt ihr es gehört? Der redet jetzt schon von seinen Enkeln. Ich bin noch nicht gestorben. Vater, jetzt sei doch vernünftig. Ja, was, das ist doch alles eine Dummheit. Und wisst ihr, was der tut? Der verwöhnt sie, unsere Enkel. Ja, freilich, er hat's ja, nicht? Aber das ist eine ganz schlechte Erziehung fürs Leben. Das Verwöhnen? Ja, so wenig wie du kann ich einer freilich nicht geben. Nämlich nix. Hast nicht in der Schule schon gelernt. Null von null hebt sich. Du Großvater, du Trauriger, du. Du Kinderverderber! Du erst hör mal auf! Werd jetzt mal in Ruhe! Herrschaft, Zeit! Ist denn keiner da, der den zwei Kasperl sagt, dass wir das Aufgebot feiern? Und dass überhaupt noch kein Kind auf der Welt ist? Und auch keins wird. Jedenfalls nicht, solange wir da beim Wirt hocken. Siehst du, solche Bamsenmacher schon am Verdruss, bevor sie überhaupt auf der Welt sind. Und nach 50 Jahren immer noch. So, Leute, da habt's meinen halben Keller. Und mein ganze Küche. Nur zufassen und schmecken lassen. Und du, Bolli, was magst du zu essen und trinken? Er braucht nichts. Heut lebt er von der Liebe. Nein, schau, heut lebt er vom Zeitungslesen. Hey, du, das kannst du in 30 Jahren machen, wenn du im Großvaterstuhl sitzt. Entschuldigst du, aber da steht gerade ganz was Interessantes drin. So, was denn? Was da drin steht, das passt gar nicht zu einer lustigen Verlobigung. Ja, also, was steht denn drin? Lauter Traurigs, lauter Schaurigs. Beutel, probier den kalten Schweinsbrunnen. Du, mein Lieber, der gibt da Kraft, so wieder. Jetzt habt's mir neugierig gemacht, so. Ich lies vor. Na, dauert's 3 Stunden. Lass mich lesen und du essen und trinken, das kannst schneller. Du Wirt, schau mal, meinst du das da, wo Doppel-Selbstmord steht? Akkurat. Aber lustig ist das fein nicht. Nein, lustig ist nicht, hat der Mesmer unterm Fliegen gesagt, wie er beim Zweifelleiten aus der Glockenlucken rausgefallen ist. Die Zahl der Doppel-Selbstmorde mehrt sich in letzter Zeit in erschreckender Weise. Ja, was ist denn das? Ein Doppelselbstmord. Wenn sich zwei gleichzeitig miteinander umbringen. Ja, aber warum? Ja, weil sie verzweifeln.
Das kann ein Ehepaar sein, ein Liebespaar, Geschwister, alle möglichen Leute. Ach, so. Hat's zu meiner Zeit nicht gegeben. Also, jetzt wacht's einmal. Vorgestern war zu vermelden von einem Liebespaar, das den Tod in den Wellen gesucht hat. Was? Wo haben's den gesucht? In den Wellen. Den hätte ich woanders gesucht. Jetzt gib doch einmal eine Ruhe, Bartl. Du kommst doch mit der neuen Zeit nicht mehr mit. Du weiter, Grammerin. Ja. Gestern gab es gar zwei Doppelselbstmorde. In Kandelstadt haben sich zwei junge Leute, die kein Verständnis bei den Brauteltern fanden, in einem Hotel vergiftet. Oh, siehst, jetzt passiert es schon in die Gasthöfe. Da darf man aufpassen, Leute. Ist das? Ja, im schwarzen Bock wird höchstens der Wirt umgebracht wegen Weinbanscherei. Ja, und Frau M. Wie kommen denn M heißen? In der Zeitung schreiben sie nur die Anfangsbuchstaben vor den Namen, nicht? Ach, du bist da voll dumm. Frau M. in Helfendorf erhielt per Post einen Abschiedsbrief ihres Sohnes, unterschrieben auch von der nicht akzeptierten Braut. Von einer solchen Braut habe ich auch noch nie was gehört. Mei, oh mei, die Zeiten haben sich arg geändert. Jetzt halt doch einmal statt, Bartl. Jetzt mag ich nimmer. Der schimpft dauert und der schlaft. Jetzt setz ich mich woanders hin. Bei euch ist mir zu ungemütlich. Also nicht akzeptierten Braut folgenden Inhaltes. Da ihr unserer Verbindung ungerechterweise entgegen seid, gehen wir, um uns für ewig zu vereinigen. Dann könnt ihr uns nicht mehr trennen. Aus. Eigentlich Siegsrim, gell? Ja, ja. Schreiben können's die jungen Leute. Heutzutage lernen sie schon was. Wirklich Siegsrim? In drei Tagen sechs junge Leute. Mei, wo ist die Welt hingekommen? Ja, was sagst jetzt du dazu, Herderer? Auwe. Es ist alles eine Dummheit. Ja, diesmal erst ausnahmsweise recht. Du wirst was zum Trinken für die Jugend, frag's. Hier brauchst du ein Bier für den ersten Durst. Ja. Hier noch eine gute Wurst, dann ein Grügel Wein braucht nicht der kleinste Heim. Ja, was denn Kreigadern? Macht's ein bisschen eine Musi und ein Gesangel. Das kennt ihr Jungs besser. Ja, singen ist schon recht, aber so strohtrocken. Wir haben ja nicht einmal das erste Bier. Ja, dann singt ein Trinklied, dabei fängt das Bier schon zum Laufen an. Ja, von mir aus. Tu nicht lang, nein. Wirtin, schenk ei, schenk uns ein Massalei. Lass uns nicht durstig sein. Wirtin, schenk ei. Und um auf dem Feld sind kleine Blümel gestellt, betteln um Himmelssegen, betteln um einen Ring. Denn so ein Blümel braucht nix wie einen Ring. Gluck, 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 gluck. Drum wird dem Schenkei, lass noch ein Massal nein, lass uns nicht durstig sein. Wird den Schenkei. Schau, wie der Herrgott mit Schaf in sein Wasser schütt. Durstig ist Wald und Feld, durstig ist die Welt. Nur der Mensch braucht ein Bier, trinkt's Wasser nie. Gluck, 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 gluck. Drum wird den Schenkei, lass ein paar Massal nein, lass uns nicht durstig sein, wird den Schenkei. Soll's auch ein Räuschel werden, wir haben einen guten Herrn, der uns schon absolviert, wenn's einmal eins wird. Wird den, jetzt braucht man's Bier, das merket ihr. Gluck, 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 gluck. Prost! Jetzt haben wir da die Frau Wirtin noch gesungen, dabei kommt der Wirt mit unserem Bier. Wirt oder Wirtin ist gleich wie neu. Dirscht, mein Alte ist draußen, hitzt eure Würst. Jetzt haben alle mitgesungen, bloß der Hauderer nicht. Jetzt schlaft er. Wer schlaft, sündigt nicht. Vater, komm doch zu dir, Vater. Vater, dein Töchter will reden mit dir. Was ist los, wo bin ich denn? Geh, wo bin ich denn? Na, na,
Na, das geht nicht mit euch zwei. Warte. Ich nehme mein Wort zurück. Ihr dürft's nicht hören. Ja, Schwiegervater, was hast du auf einmal? Na, das bisschen Ärger beim Pfarrer, das könnte ich doch nicht so umstimmen. Na, das geht nicht. Das wäre ja Mord. Jetzt spinnt er ganz. Ich muss mein Wort zurücknehmen. Das Aufgebot wird gestrichen, sofort. Kauderer, wie kommst du jetzt da drauf? Ja, mir hat geträumt. Und es gibt ja Wahrträume. Und meine war ein solcher. Ja, mir hat geträumt, dass ich mein Radl und der Beute umgebracht haben. Was? Ja, und sowas nennt man einen Doppel-Selbstmord. Geh, du Narr, du, das hast nicht geträumt, das hat die Kramerin gerade aus der Zeitung vor. Ja, und du hast halb geschlafen und halb hinkert. Und der Schnapsnebel in deinem Hirn drin hat den Rest dazu gemacht. Kein Mensch will sich umbringen, Haderer. Ich weiß nicht, Vater. No. Und ihr erst recht nicht. Aber das passt mir alles nicht. Was passt denn nicht? Dass ich nichts bin gegen dich und dass ich nichts gilt beim Herrn Pfarrer gegen dich. Und dass mein Adel nichts ist gegen dein Bulli, das passt mir alles nicht. Herr, jetzt sag ich dir mal was. Okay. Ich hätte geschluckt, aber wenn du mir so kommst, mir passt's auch nicht, dass mein einziger Sohn so eine aus einer Hungerleiterfamilie rausbussiert. Hör auf! Da kannst du einen Junge kriegen. Jetzt haben wir die Alten auf gleich gebracht, jetzt fangen wir schon wieder an. Vater, ich sag dir was, wenn du so weitermachst, dann siehst du mich nie mehr. Nie. Du, da können wir das Aufgebot gleich wieder streichen lassen, oder? Ja, nichts lieber wie das. Gerichten ist gut. Vater, ich richte mich dafür nicht nach dir. Dann enterb ich dich. Dann enterb ich dich. Hauderer, vergiss aber nicht, bevor du das Testament machst, dass du deine Hütten anzündest, dass wir nicht so viel Arbeit haben beim Aufräumen. Gell? Ja, gell, du, ja. Vater, du hast ja schon ganz einen roten Kopf, gleich trifft dich der Schlag. Doch, Hauderer, trink das kühlt doch. Ich bin doch einmal die Schnapsflasche mit. Der geht ins Bett, bringt's ihn heim. Ja, du bleibst da. Aber da muss ich doch mitgehen. Bitte, Nagel, bleib da. Auf unserer Verlobungsfeier. Ja, schöne Feier. Es könnte schon noch schöner werden. Schau, dein Vater fällt doch nichts. Der ist rauschig. Dem fällt bloß das Beten. Nagel, bleib du da. Ich schau nach dem Recht. Den schaut's nicht an. Hab's gehört, wie sich der auslassen hat, bevor er umgefallen ist. Ha? Mein liebes Aufgebot möchte er streichen lassen. Bitte. Gut, ist schon gestrichen. Ich brauch keine Haderische in meiner Familie. Ja, du kriegst da keine. Ha, gib mir Ruhe. Du hast vor 20 Jahren nicht gekriegt. Irrtümlicherweise. Ruhig! Kreiz, Birnbaum und Hollerstamm, Vater, Schmarr nur so weiter. Mit dir rede ich gar nicht mehr. Heiraten wir oder heiratet ihr? Ihr nicht! So weit bringst du es noch, dass wir euch die Kindschaft aufsagen. Auf Lichtmess. Und dann gehen wir zwei Dienstboten. Oh. Hagerl, gehst du mit mir? Bis ans Ende von der Welt, wenn's nicht gar zu weit ist. Dann gehen wir. Heiraten können wir aber nicht ohne meinen Vater seine Zusage. Ich bin ja nicht volljährig. Der Herrgott braucht keine Volljährigkeit. Und zu dem gehen wir. Ja. Leopold, sag mal, ist das der Gehorsam, den du deinem Vater schuldest? Ha? Schreien kannst du morgen, Vater. Was? Wenn du Courage hast. Heute haben wir noch Eintrag im Kirchenbuch. Und noch nicht gestrichen. Ja, du Hund, war du. Sie hätten vielleicht nicht fortlassen sollen. Wer weiß, was so junge Leute im Kopf haben. In ihrer Desperation. Ja. Gestern versöhnt, heute verfeind. Also, möchtest du es nicht glauben? Ja, dies ist heut schi gar nicht zum Song. Wenn sie zwei Freund so gut vertrauen. Aber wer zahlt, der schafft halt auch, weil sich ein Großkopf da alles leisten kann. Holleri, holleri, ja. Hollari, hollari, ja, hollari, 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 oh. Dummheit und Blöde, Stolz wachsen aus einem Holz, reicht und blöd auch am Mist, wenn das so ist. Ja, ihr Lausbuben, was erlaubt ihr denn euch? Geht's jetzt vielleicht gegen mich? Ja, da haben wir allen Grund dazu. Was? Zwei Brautleute unglücklich machen. Schon vor 20 Jahren im Hauter eine reiche Partie wegschnappen. Dann auch noch Sohn und Schwiegertochter zum Teufel schicken. Also, Buben, wie es zwar ist, den schmeißen wir ihn aus. Ja, 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 das sagt sie. Das ja, dann legen wir ihn auf Bank und backen mit dem Hauter. Lass mich damit hochleben! Der muss der Bauer uns
nicht hören will, muss fühlen. Der meiert sein Hitzkopf kühlen. Drum diesen Sündenbock, naus beim schwarzen Bock. Bleib zur Hälfte, mein Du! Gegen die Burschen können wir ja nicht auf! Seht mich, ich kann alleine nicht helfen, zuerst das nächste Mal, gell? Große Bauern gingen nicht, große Bauern gingen nicht, große Bauern, die werden drum und dann in Doktrum. Hast du's geschenkt? Du, jetzt fangen sie rauf an. Ja, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Du, Wirt, hast du deinen Hof und an der Ketten? Ich glaub schon, warum? Ich darf ganz gern hinten ausschleichen und übers Bachgassel gehen. Nicht, dass ich am Ende noch die rabiaten Burschen über den Weg lauf. Da hast du schneller eine Blessur, als wie es denkst. Vierte, Wirt. Vierte. Vierte Krammer. Auf Kirchweih raufen ist ein alter Brauch. Zur Fahnerweih gehört's raufen auch. Doch zur Verlobigung und zum Aufgebot, das ist ein ganz neuer Mut. Ja. Was ist denn das jetzt los? Hilfe! War der Bello doch nicht an der Ketten? Sag mal, hat eigentlich bei dir jemand Zeit? Nein, die haben doch den Gastgeber ausgeschmissen. Da sehe ich keinen Sinn und keinen Verstand drin. Der Hauderer sagt's. Was? Es ist alles eine Dummheit. Sitz auf und fahr mit, vom Robi ins Teut zum Kohlhieselschmied. Ich hab den Fuchsen wert Zeit. Wer ist? Der Krammerzange. Vater oder Sohn? Vater natürlich. Du lurer Dirndl. Macht's der Vater vielleicht auch so bei dir? Kann schon sein, wenn ihn lasst. Aber du lasst ihn nicht. Natürlich nicht. Botsch. Wo ist denn die Mutter? Im Hof hint. Die riecht Zehner vor daher. Hat sie gesagt, warum sie so spät zurückgekommen ist von der Aufgebotseintragung? Ja, der hat mir Hauderer geholfen, wenn sie ihn heimgeführt haben. Heimgeführt? Er muss so viel Schnaps erwischt haben, dass ich schon am Tisch eingeschlafen ist. Das ist ja ganz was Neues beim Hauderer. Und dann hat er sich bärenmäßig über was geärgert und der Lena hat ihn heimgeführt. Und die Mutter ist eine Samariterin mit, damit der Poldi noch ein bisschen beim Aargerl bleiben kann. Und wo ist der Grame? Da fragst du mich zu viel. Aber schau auf mich an. Ich bin da. Ja, das sicher. Magst du mich? Ja, gleich so gar. Naja, vielleicht. Und willst du mich heiraten, ne? Vielleicht. Was bedeuten vielleicht? Dass mich deine Eltern mengen. Ja, wenn man wo einheiratet, muss man sich mit den Schwiegereltern verstehen. Mutter mag dich und der Vater muss dich mit, Kathi. Ja, ja, der mag mich schon. Aber vielleicht nicht so, wie deine Mutter meint. Das bringe ich ihm schon noch bei. Sobald's passt, sag ich ihm, dass ich nur die heiraten will. Dann müssen sie uns aber was notariell schreiben. Nur Dienstboten machen wollen wir nicht bis zum jüngsten Tag. Siehst du das, Kathi? Das gefällt mir so an dir. Diese gesunde Mischung aus Liebe und Geschäftssinn. Wenn zwei Liebsleute zusammen finden und dann bei der Familie gründen, müssen Braut und Bräutigam einen soliden Hausstand haben. Haben die Eheleute keine Taler, wird die Kost schön langsam schmaler. Und bekanntlich hört man sagen, geht die Liebe durch den Mord.
Man lebt nicht von der Luft, man lebt nicht von der Liebe. Man lebt nicht nur vom Augenschmaus, was nützen alle Triebe? Zwei arme Liebsleithausen, bestimmt nicht gut miteinander. Ein Busserl zu der Jausen, des heut nicht beieinander. Vor der Hochzeit heißt's ergründen, ob sich da nur zwei Herzen finden. Auf der kugelrunden Welt, da regiert heut auch das Geld. Kriegst was mit? Ich schon, und du? Bett und Kasten, Geld und Kur. Macht sie das öfter? Eigentlich schon. Entschuldigst du schon, Grammerin? Oh, entschuldigen ist da das Dümmste. Entweder taugt's was oder es taugt nichts. Und? Taugt's dir? Ja, also da muss ich drüber nachdenken. Ja, ich glaub's fast. Mutter, du bist ein Schatz. Oh, du wer da dein Schatz ist, das sieht dein Blinder. Ha? Kathi, da ist ein Schwingel voller Hähnerfutter. Ja. Du hast nicht wieder vergessen. Nein, das stehe jetzt direkt vor meine Kammertür. Dann fall ich nämlich morgen in der Früh drüber und kann es überhaupt nicht vergessen. Ist das du? Weiß gar nicht, wo unser Vater heute so lange bleibt. Ein Kind schon rein. Ich sperre mal einen Lohn zu. Ja. Ja, das ist gut, dass ich dich noch drehe. Lena. Also für einen kurzen Moment. Ja, mal die Uhr schauen. Ja, gut. Es kommt noch eine späte Kundschaft. Aha. Grüß dich gut, Grammerin. Grüß dich, Lena. Hock dich nur hier. Dankeschön. Ich tät um einen Wacholder bitten. Als Wegzehrung. Freilich. Blase schenkt schon ein. So mag ich's ja. Wohl bekomm's, Herr Ökonom. Hoffen wir's. Prost. Prost, Lena. Oh, das ist ein guter. Sag einmal, warum bist du so spät dran? Mein Alter ist auch noch nicht da. Hat das so lange gedauert? Nein. Sind uns ja die Liebsleute davongerannt. Davongerannt? Ja. Jetzt sowas? Naja, war ja schon vorher eine recht gespannte Luft. Blase. Eine recht gespannte Luft, hä? Ja, scheint so. Du schenk mir gleich selber ein, gell? Ja, wenn du dir selber zahlst. An dem soll es nicht scheitern. Lena, seid ihr noch woanders eingekehrt? Na. Sind ja bald alle raffert worden. Was? Wer hat gerauft? Ja, das heißt eigentlich nicht direkt Kraft. Wer geht denn das? Nicht direkt Kraft? Ja, einen Senden haben sie halt rausgeschmissen, gell? Na. Ja, das heißt eigentlich nicht direkt rausgeschmissen. Mehr eine Ausdrohung. Ja, dem Burschen hat das nicht gefallen, wie er mit den Jungen umgegangen ist. Und da haben sie ihn einfach beseitigt. Ja, anfangs ist es uns ja ganz lustig vorgekommen, gell? Sogar gesungen haben sie dazu. Aber dann, draußen halb im Wirtsgarten, da muss ein bisschen härter hergegangen sein. Also. Ja, am Boden haben sie halt geholt, gell? Einer soll sogar einen Finger verlieren. Ja. Na, hat er halt immer noch 9. Ja. Also, Blase, wie kann man dem nur sowas sagen? Und einen anderen hat der Wirtshund in den Bärtel gebissen. Wie das? Der hat ganz gescheit sein wollen und ist hinten durch den Hof raus, ja? Damit er vorne nicht in die Rafferei reinkommt. Und da hat ihn der Bello erwischt und durchbissen bis auf den Knochen. Um Gottes Willen. Ja, gut, dass der Bruder da war, gell? Der hat die Wunden dann gleich mit Jod auspinselt. So dass der sich gejodelt hat wie ein Bergsteiger auf dem Gipfel. Und wer ist das nachher gewesen? Ja, den kennst du gut. Na, lass dir ihm gute Besserung wünschen. Ja, das kannst du ihm dann gleich selber sagen. Das ist nämlich dein Mann. Na! Prost! Der Vater! So, ich danke schön für die Wegzehrung. Bitte schön, Lena. Das sind meine Kreuzerl. Nimm das so. Für den Nachbarn an der. Für die. Für den Nachbarn an der. Also neugierig bin ich, ob's deinen Vater auch heimführen. Ist gut.
Grüß Gott. Grüß euch. Ja, Poldi. Wo kommt's denn ihr her? Und wo wollt's denn hin? Wir gängen. Für immer. Und wir wollten noch was schreiben. An unsere Vatern. Jesus, ich bin ganz durcheinander. Jetzt setzt euch doch erst einmal hin. Möcht's was dessen? Nein. Ja, oder möcht's vielleicht bei uns schlafen? Nein. Ja, was wollt's denn dann? Geh und nimmer kommen. Da dürfen wir nicht glücklich werden. Bist denn schon wohin? Ja und nein. Wenn's uns einen Briefbogen gab, hat's dann dort hinten unter Kuvert bitte. Ja, freilich, Blase. Und vielleicht ein bisschen Unterlag. Nein, halt auf. Ich hab selber was. Danke. An wen schreibst du? Für daheim, für Gruppenbrief. Lieber Vater. Du Poldi, was werden denn die Leute über uns sagen? Das darf uns jetzt nichts mehr bekümmern. Ein Abschiedsbrief. Das will mir gar nicht gefallen. Du ehrlich, mir ist auch ein bisschen Angst. Du schau, was da steht. Gehen wir, um uns für ewig zu vereinigen, dann könnt ihr uns nicht mehr trennen. Das ist wirklich schick geschrieben. Das schreibe ich jetzt für nein, gell? Ja, das schreibst du. Gehen wir, um uns für ewig zu vereinigen, dann könnt ihr uns nicht mehr trennen. Was? Jetzt hat er was von Trennung geschrieben. Und für ewig vereinigen. Komisch. Also ich bin auch mit deinem Vater für ewig vereinigt. Das ist überhaupt nicht komisch. Na, na. So, Agal, jetzt unterschreibst du auch. Ja. Das ist ja genauso für deinen Vater. Ja. Mein Vater, der sieht schlecht. Aber wenn den Brief der Center kriegt, der wird ihm dann schon ausdeutschen. Na ja. Wenn sie überhaupt nur reden miteinander. Ja. Er hat überhaupt keine Adresse draufgeschrieben. Bitte schön, morgen meinem Vater gehen. Ach so. So. Ja. Und jetzt gehen wir. Komm. Mein Gott, Kinder, wenn ihr nur wisst, wie ich euch helfen könnt. Uns kann nur noch der Herrgott helfen. Danke euch, Lichtsee. Und für Gott. Für Gott. Für euch. Für Gott. Mein Gott, da rennen sie jetzt raus, die Kinder, in die finstere Nacht. Ich glaube, ich habe in dem Brief aus der Specht, da ist was drin gestanden vom Tod. Ich schau da mal rein. Blase, also sowas darf man doch nicht. Psst. Ich glaube, da steigt jemand bei uns über die Stirn auf. Das kann nur der Vater sein. Der traut sich gar nicht mehr in Stumm reinschauen, weil er sich schämt. Von wegen Alkohol und Hundebiss. Ah, einen rechten schönen guten Abend, der Herr. Entsetzlich. Heute geht alles schief. Mein Haxen ist ich, den kann ich wegschmeißen. Aha. Und wie hast du deine ganze Goschen voller Hähnerfutter gekriegt? Das hat das Kackel, die Kackel des Deutschen wieder von unserer Schlafkammer dir hingestellt und ich bin wie im Kopf draußen eingefallen. Wie's? Nein, die Kathi des Deichsel Luder hat das Hähnerfutter vor ihre eigene Kammertür gestellt. Wie der Herr Grammer rein hat wollen. Gerade sein Goschel für Busselschäfer aufgemacht hat. Da hab ich ihn halt gefordert. Gell? Gute Nacht. Tildern, glaubst du dir da? Ja, freilich. Also, wenn der Herr Vater schon meine Braut überfällt, dann muss ich auch der Frau Mutter verraten, dass er gestern Vormittag am Kirchenweg schon das Hauderer Agerl umarmen wollte. Aber dabei ist er leider im Brunnendrog reingefallen. Ja, woher weißt denn du das? Alles beobachtet. Meinst du, versteckst dich allein im Gebüsch, ha? Ja, Mann, die Putze. Komm, stell dir mal ganz grad hin. So. Warum denn, Tildal? Deswegen! Au! Grüß dich. 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 Grüß d
seid ihr übers Gams gehabt? Ja, aber leider nichts gefunden. Und weiter können es gar nicht sein. Da braten Seil und Pickel. Und ihr? Wir haben zweimal den ganzen Kirchenweg gemacht. Ja, und auch überall gefragt. Aber nichts. Vorn auf, hinten unter, übers Dorf wieder rein. Es hat auch sonst kein Mensch was gehört oder gesehen von den zwei. Wo die wohl sind, das weiß der liebe Herrgott. Da hast du was gesagt, ja. Guck mal, schau mal noch rüber zu hohen Lentner. Ach, mei, was soll's denn auf dem schirfen Geröll? Wir dürfen nichts auslassen. Und gar so viel Ausgehen gibt's nicht aus unserem Tal. Aber Wasser und Schluchten. Nicht immer gleich an Teiwe und wohnt mal in Regal noch ins Leben. Also packt was. Wir drei dürfen noch ein bisschen rasten gehen. Die Laternen können wir schier ausmachen. Es wird schon langsam hell. Schaut's mir, wer da kommt. Das ist doch die Kramerin, oder? Ja, und die Blase und Kattel. Stimmt. So, Leute, das treffen wir uns schon zum zweiten Mal heute Nacht. Und nichts wissen wir. Aber weniger seid's geworden, gell? Ja, die anderen sind schon am Fuchsgram abgehungen. Das war uns Weiber leider ein wenig gar. Du musst reden, du junge Hupferin. Nein, nein, ein solches Unglück. Und wir machen uns auch noch die Vorwürfe, dass wir mit Schuld sind. Warum denn das? Na, bei uns waren es doch zuletzt und haben den Brief geschrieben. Hätten wir ein bisschen schneller gedacht, hätten wir es vielleicht zurückhalten können. Ja, ja, hinterher, da war es mir über das Richtige. Grüße, seist du Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit. Ach, du schaust her, der Bartl ist auch dabei. Geh, du mit deinen 80 hättest doch nicht mitlaufen brauchen. Na, na, beim Umgang tue ich mich nicht ausschließen. Umgang? Meinst du eine Prozession? Ja, aber ich hab nur noch nicht gewusst, um was geht. Ist ein Bittgang für einen Erntesegen, hä? Oh, mein Bartl, das ist kein Umgang und kein Bittgang. Zwei Verlorene werden gesucht. Leid. Ja. Der Poldi und Sagau. Ach so. Ja, wer denkt denn aber auch, wenn er bei uns auf dem Land heraus eine Schar Bauern dahin wandern sieht, dass vorn dran kein Pfarrer ist? Komm, Bartl. Sitz dich hin und rast ein bisschen aus. Du hast recht, Kramerin. Ich hab keine Ruhe. Ich kann auch nicht hier warten. Der geht mit weiter. Ja, aber wo war denn noch keiner? Ja, vielleicht sollte man mehr ins Dickicht schauen und weniger auf die Weg. Schaden kann's nicht. Kommt's mit, wer noch kann und mag. Wie fahren seine Asche vorbei? Lena, wir kommen gleich noch. Vielleicht fällt uns noch ein anderes Weg als zum Nachschauen, ey. Du bist recht, Kramerin. Rasten ein bisschen aus. Kathi? Ja? Komm mal her. Ist dir was eingefallen? Na, zu den zwei leider nicht. Aber zu euch. Wir sind nicht so wichtig. Wir leben noch. Und die zwei auch. Du musst nur da einen Glauben blasen und nicht gleich so schwarz sehen. Das gefällt mir an dir, Kathi, dass du immer so frisch bist und überall das Beste raushörst und raussuchst. Du hast halt am Leben eine Freude. Hm? Ja. Sogar wenn da unser Vater nachsteigt. Das ist nicht gerade eine Freude, aber Unglück ist es auch nicht. Der blitzt heute halt ab. Tja, dann brauch ich ja nimmer ran, ob's ihr vielleicht harten mögt. Mengma, Kramerin. Eigentlich habe ich mir für den Blase immer eine andere vorgestellt. So, wen denn? Dass ich schnell noch ein bisschen eifersüchtig werde. Also ehrlich gesagt, eine mit mehr Geld. Oh. Ja, vielleicht mit einer Mitgift. Aber Kramerin, so bist doch du gar nicht. Nein, nein. Bin von Grund auf nicht hinter die Goldfix her. Aber ich habe ein bisschen eine Erfahrung gemacht in die ersten Ehejahre. Weißt, Kathi, so ein Kramerladel in einem Bergdörfel, das ist nicht gerade ein Goldkram. Und wenn da nur Eltern im Austrag sitzen, dann geht's oft haarig her. Ja, ja, bei uns war's ja so. Und am Blase hätte ich es halt ganz gerne ein bisschen leichter gewünscht. Meine Frau braucht kein Mitgift. Ich kann leicht nur woanders was dazuarbeiten. Ja, ich krieg aber eine. Ein Mitgift. Du? Ja, aber wieso denn? Du hast doch immer gesagt, dass ich aus ungeordneten Verhältnissen stamme. Ja, das hat der Herr Pfarrer gesagt. Kathi, von wem kriegst denn du auf einmal ein Mitgift? Vom Greinerwirt in Hausen. Ja, bist du zu dem verwandt? So quasi. Wer geht denn das? Quasi verwandt. Ich bin ein lediges Kind von ihm. Ja, Kathi, und der hat da was von mir? Sogar notarisch. 700 Euro Gulden, wenn ich heirate. Ui, also das ist natürlich eine freudige Nachricht, hä? Also,
Ich brauch der Kathi ihr Geld nicht. Jetzt tu du nicht so hochnäsig sein, Bub. Du hast deinen Vater und mich auch auf der Schüssel. Wenn wir mal alt sind und nicht mehr werkeln. Wie ich die Frau Grammerin kenn, hat selber auch einen schönen Batzen hinten. Ja, da kannst du recht haben. So, Kinder, jetzt müsstet ihr eigentlich sagen, gebt euch ein Puzzle. Aber das ist ja für euch wirklich nichts Neues mehr. Wir mögen es aber trotzdem. Ui, schaut mal, wer da kommt. Der Sendner und der Vater. Da gehen wir und suchen jetzt ein bisschen weiter. Komm, komm, lass ich. Ja, und du glaubst wirklich, Zschangl, dem Hauderer hat noch niemand Bescheid gesagt. Das ist ja furchtbar. Seine Tochter und mein Sohn rennen in den Tod oder sonst irgendwo hin und er erfahrt's nicht einmal. Ja, überleg doch, ja. Bei mir daheim haben sie den Brief geschrieben, ja. Und mein Buben gegeben. Von dem haben ich gleich wieder gekriegt. Ja. Und ich hab den Stand de Pede dir gebracht. Und ich hab sofort das ganze Dorf rebellisch gemacht und jetzt sucht ja jeder überall. Kein Mensch hat dran denkt, dass man den Hauderer benachrichtigt. Ja. Noch dazu, wo der mit seinem Rausch wie ein Scheintod daheim gelegen ist. Ja. Jetzt müsst man sie am schleunigsten sagen. Das bringe ich nicht übers Herz, Zschangl. Ich könnte ihm nicht das Gesicht schauen. Dann sag's ich ihm. Ja, machst du. Als Geschäftsmann bin ich eine unangenehme Schanze gewesen. Na, da schau her. Da schlaft ja einer. Ach, der Bartl, schlaf weiter. Lass ihn flackern, ja. Du glaubst, dass man die munter kriegen auf den Murz rumrauschen auf? Ja, hoffentlich. Was hast denn mit den Haxen? Der Hund hat mich bissen. Ja. Meinst du, dass der ihn zu schnell hört? Ach so? Na ja, der sperrt ja nicht zu. Ja. Adler? Ja. Hin? Ja. Was ist denn los? Freund sind da! Was ist? Da hier seid's. Ja. Sag einmal, wie geht's dir denn? Kann man mit dir was Vernünftiges reden? Ja, probier's halt. Kurbi, unsere Kinder, die ganze Nacht waren wir schon auf die Füße. Ja, und haben's gesucht? Ja. Warum? Sind sie nicht da? Nein, ich glaube, die sind für immer weg. Da, was? Schau her. Einen Abschiedsbrief haben sie geschrieben. Da, ja, ich lies mir vor, ich ja, den Brief hat mein Sohn geschrieben, aber deine Tochter, das Agel, hat auch unterschrieben. Und seitdem suchen wir's die ganze Nacht. Warum? Hör mal zu. Gehen wir, um uns auf ewig zu vereinigen, dann könnt ihr uns nie mehr trennen. Ja, um Gottes Willen. Ja, das ist wirklich der nämliche Text, wie in der Zeitung stand, das von den Doppelselbstmorden. Korbi, das muss doch was bedeuten. Meinst? Ja. Sendner, das hat er dir alles gar nicht mehr mitgekriegt, der war ja. Ach, ihr werdet mir doch nicht erzählen wollen, dass unsere Kinder auf und davor sind. Ja. Und sich vielleicht gar miteinander umbringen wollen. Und ich bin schuld, Korbi. Du? Ja. Nein, ich mit meinem blutshellen Rausch. Ich hab doch gestern nur Dummheiten gesagt und Dummheiten zulassen. Ach, die verfluchte Sauferei. Geh uns auf, den du seit Stunden sucht schon das ganze Dorf auf jeden Weg, auf jeden Steg, in jeden Kram, in jeder Grum, wo schon wer drin nichts. Habt ihr im Paradeiswinkel auch schon geschaut? Na? Wo? Da, gleich da hinten, wo das Tal aufhört. Ja. Da steht mein alter Heistadl und da hat's Agerl als ein Kleiner allerweil so gern gespielt. Ja. Ich kann mir denken, dass sie sich da etwa versteckt. Ja, Korbi, da gehen wir sofort rein. Ich hab noch hinten im Paradies mit. Ja, ja, du bist ehrlich, weil du Bisserl aus der Gucken, Schatzerl aus der Boden lucken, heb dein Kipferl aus dem Hai, schau die Welt, die ist wie nei. Guten Morgen, lieber Schatz, dies ist wohl ein schöner Platz. Ach, du bist im Morgenscheins, allerliebste Dirndl mein. Rot sind alle Berg ringsum, so als wüssten's schon warum. Haben die Schlankeln uns den g'sehn, wie wir drin im Heisern kling. Ist die Lieb vielleicht der Sünd? Denk nicht dran, mein liebes Kind. Schlag das Herz voll Seligkeit, hat der Herrgott auch sei frei. Agerl, hol dich! Seid
seid denn ihr da raufgekommen? Ich war froh, wenn wir wieder runtergehen. Ja, ihr habt euch ja gar nicht umgebracht. Na, warum? Hätte man das da so empfunden? Jetzt seid ihr auf einmal wieder auf der Welt. Mensch, das ist schön. Ja, habt euch drüben nicht reinlassen, gell? Na, der Petrus hat gesagt, sie sollen ihre Alten mal einen richtigen Schrecken einjagen. Ja, jetzt laufen die über meinem Kopf und ich merk nichts. Ja, Korbi, du mit deinem Rausch hast freilich nichts gehört. Wie werden wir denn sonst auch zu so einer schönen Hochzeitsnacht kommen? Was hör ich da? Hochzeitsnacht? Übrigens, unser Blasi heirat auch. Die Kathi. Ach, so eine Gemeinheit. Jetzt muss ich ja ganz brav sein. Ja. Weil sonst beißt er richtig in den zweiten Wadl. Gell? Wadl. Mei, habt ihr es endlich gefunden? Mei, ist das erfreut. Leid, kommt's noch zu mir zum Frühschoppen. Heut ist alles frei auf meine Rechnung. Oh. Kind's davon, Hochzeit werden im Gasthaus gefeiert. Drum kehrt's auch bei mir ein, wem sich's Leben erneuert. Ja. Hey, Gott sei Dank, daheim krieg ich bloß ein Hühnerfutter, gell? Herr Pfarrer, ja? Das müssen Sie unbedingt ins Kirchenbuch eintragen. Was denn? Dass uns der Wirt einlädt. Warum ausgerechnet ins Kirchenbuch? Weil das ein Wunder ist. Ja, ach so. Ja. Also mir langt schon das Wunder, dass unsere Kinder wieder da sind. Aber du, jetzt haben die Pfeigrad mein Heilbohn mit der Dorfkirche verwechselt. Scheint fast so. Ja, ist das schlimm? Ja, fragt sich nur, für wen? Die Antwort muss euer Pfarrer finden. Schaut's, die Sterbesakramente kann man einem Christenmenschen notfalls nachtragen, aber doch nicht das heilige Sakrament der Ehe. Mei, Herr Pfarrer, wir sind halt keine Sterbenden. Wir fangen gerade erst das Leben an. Wenn sich auch die Väter streiten, haben die Kinder sich oft gern. So war's schon in alten Zeiten. Und wärt ihr nicht anders wär'n, wenn die zwei sich nicht vertragen, führen wir's an der Nasen rum. Burm und Dernl, lasst euch sagen, bringt euch nicht aus Liebe um. Die Moral von der Geschichte: keine Leichen sind nicht da.